Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Donnerstag schauen wir uns ein ganz eventuell skandalöses Video an, und zwar mich haben diverse Nachrichten erreicht. Schau dir doch mal bitte von Tim Jacken. Einer hat Tim Jackson geschrieben. Karl S. exposed an. Ihr wisst, wir sind alle riesige Karl S. Fans, ne? Der Mentor schlechthin, um mehrere Businesses aufzuziehen. Was gab es hier zu exposen? Ich habe nur einen Link bekommen. Das Haus bzw. die Penthouse-Wohnung, die er sich in Mexiko gekauft hat, wohl nicht gekauft war, weil die noch zum Verkauf steht. Ich habe den Verdacht schon geäußert im letzten Video bei seiner Roomtour, ne? Aber naja, wir schauen mal rein. Let's go. Hi. Eigentlich wollte ich heute eine ganz normale Wochenshow machen. Irgendwie so der hat das gemacht, der und der. Und man muss aber sagen, nochmal hier kurz vorab, die Bewertung ist gut, aber sie könnte besser sein. Eventuell sind vielleicht die Leute hier nicht mit allem einverstanden. Also wir gehen ganz neutral hier rein, ne? Nicht Team Karl, nicht Tim Jackson. Ganz, ganz unvoreingenommen. Aber dann bin ich irgendwie auf Sachen gestoßen und ich konnte nicht so wirklich glauben, auf was ich gestoßen bin. Ich bin gespannt, ob es Sachen sind, weil wir haben uns ja wirklich schon sehr, sehr häufig mit Karl S. auseinandergesetzt, ob das Sachen sind, die wir schon kennen als Karl S. Fan-Community oder ob das wirklich ganz, ganz neu sind. Karl S. kennen wahrscheinlich viele aus so kleineren Memes oder so, ist ja auch ganz lustig, aber Karl S. kann neben Meme sein noch was ganz anderes, nämlich ziemlich viel ekelhaftesten Scheiß behaupten. Okay. Frauen als Ware betiteln, wissenschaftsfeindliche Dinge behaupten oder auch Faschisten relativieren. Dazu sagt Karl ganz deutlich, wie Männer und Frauen sich zu verhalten haben, was Männer machen müssen, um männlich zu sein und was sie niemals machen dürfen. Ich bin's. Dazu kommen noch zwei Gastbeiträge, und zwar Neek und Shaden Rowe. Okay, da wäre bei Frag ein Streamer. Sie sagt mir jetzt gerade erstmal nichts. No disrespect. Zwei Leute, die sich laut Karl ändern müssen, in Neeks Fall, um halt männlich zu sein, oder in Shadens Fall, nicht von ihm unter anderem Secondhand betitelt zu werden. What the fuck? Einfach mal eine Frau als Secondhand betiteln. Weil sie so ist, wie sie ist. Und damit herzlich willkommen zu Karl S. Exposed. Tim und Nico haben ja schon mal eine ganz lange Fehde geführt. Ich bin gespannt, also das kommt jetzt ja schon aus dem Nichts. Karl hat sich ja in den letzten Wochen jetzt nicht so wirklich was zu Schulden kommen lassen. Erstmal müssen wir nämlich die Frage klären, wer Karl S. überhaupt ist. Karl S. ist, das wissen wir natürlich, laut seinem eigenen Instagram-Profil, Multiunternehmer, Stratege, Visionär, Investor. Dazu beschreibt er sich noch so: ein Vermögen von einigen Millionen Euro. Das heißt, finanziell gesehen, wenn man all deine 10 von 10 vom Vermögen und auch vom Cashflow her. Warte Leute, ich fix da mal ganz kurz was. So, perfekt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das Cap ist. Kann sein, dass er sich mehrere Millionen verdient hat. Ich will es gar nicht abstreiten, aber auf welche Wege ist natürlich dann die Frage, ne? Dann vom Aussehen her bin ich aber keine 10 von 10, Leute. Wie? Klar. Das bin ich einfach nicht. Ich bin da eine 11 von 10. Warum habe ich mir sowas nicht denken können? Ich dachte gerade so, warte, Karl S. und selbstkritisch? Dazu sind seine Instagram-Zahlen teilweise, naja, ich sag mal, suspekt. Also es sieht stark danach aus, dass der ein oder andere Like vielleicht mal so gekauft wurde. So, aber kommen wir jetzt mal weiter, wer Karl S. denn so ist. Karl S. behauptet nämlich, dass er gegen Corona immun sei. Mehr sogar noch. Und zwar, wenn ihr Corona habt, müsst ihr einfach nur Karl S. anfassen und euer Corona... Ja, das kennen wir. Mich können 10 Corona-Chinesen anspucken. Ich kann das nicht bekommen, weil mein Immunsystem so krass ist. Jeder, der mich berührt und Coronavirus hat, der stirbt dann des Coronavirus. Das könnte vielleicht noch ein lustiger Gag sein. Ja. Das Folgende ist aber kein... Naja, man weiß halt, dass Karl das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt sehr ernst meint. Ne? Lustiger Gag mehr, weil Karl S. leugnet auch den menschengemachten Klimawandel. Und das ist jetzt leider auch kein Scheiß. Meinung zum Klimawandel, völliger Schwachsinn, Leute. Meinung zum Klimawandel. Karl sitzt da mit so einer Tafel auf einem Balkon vor dem Meer mit seiner goldenen Rolex, fährt die teuersten Sportwagen und sagt, Klimawandel... Schwachsinn. Ich glaube, dass die Menschen keinen Einfluss auf den Klimawandel haben. Das kann halt nicht so ernst sein, ne? Aber okay, Karl überlegt auch die AfD zu wählen. Wählst du die AfD? Nein, Karl. Muss ich noch schauen, aber ich hab bei den AfD Punkte, die ich nicht mag, aber ich habe auch bei den AfD einige Punkte, die ich mag. Ich hätte jetzt gedacht, Karl S. wäre so FDP, hat er im Blut, ne? Unternehmerpartei. Okay, ganz kurz Statement von mir. Wer auch nur ansatzweise überlegt, die AfD zu wählen. Also die AfD, die wählt man einfach nicht. Es kann sein, dass es vielleicht einen Punkt gibt, der sich mit anderen Parteien auch sicherlich noch überschneidet, der vielleicht einen guten Ansatz hat. Bro, aber was die Partei ausmacht, das ist ja, das wählt man einfach nicht. Also ich will jetzt hier nicht politisch werden. Karl hat nämlich auf Instagram und YouTube angefangen, super krass professionelle Livestreams zu machen,
in dem er über bestimmte Themen redet. Mhm. Heute konzentrieren wir uns auf den Livestream mit dem wunderschönen Namen Deutsche Männer sind Pussys, warum und wie? What the fuck? Also wir kennen ja alle Karl und wissen, dass er das eigentlich wahrscheinlich nicht so meint, ne? Einfach nur gerne viel Aufmerksamkeit mit seinen Titeln bekommt, aber vielleicht meint er es ja anscheinend doch so. Ich bin gespannt, was er da sagt. In seinem neuesten Livestream habe ich drei Sachen zu kritisieren, die ich folgend kategorisiert habe. Erstens, ekelhafteste Aussagen gegenüber Frauen. Mhm. Wirklich, wir kommen dem ganzen Jutta-Thema leider recht nah. Zweitens, Verschwörungstheorien, die Karl einfach so teilt. Ja, das finde ich, sowas finde ich immer sehr, sehr interessant. Verschwörungstheorien, die einfach Leute random aufstellen. Und drittens, ein unfassbar verzerrtes und realitätsfernes Bild der Männerwelt. Aber fangen wir mit der ersten Kategorie an. Okay. Also wirklich nochmal Triggerwarnung, wenn ihr mit frauenfeindlichen Aussagen nicht klarkommt. Ekelhafte Aussagen von Karl. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt gerade nichts im Kopf aus den Videos, die wir alle gesehen haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da sicherlich was dabei ist. Karl hält in seinem Livestream einen kleinen Real Talk über Frauen. Und wie fängt man so einen Real Talk an? Richtig, welchen Wert welche Frau mit welchem Alter hat? Welchen Wert eine Frau mit welchem Alter hat? Ja, ja, sind keine Frauen gleich viel wert. Oh man. Die einen Frauen sind weniger wert, die anderen Frauen sind mehr wert. Je nachdem, wie alt sie sind, wie gut sie aussehen und so ein Stuff. Okay. Als Frau, wenn du schon gut aussiehst, startest du schon mit Wert. Und bis ungefähr 30 bleibt dein Wert oben. Und danach sinkt dein Wert als Frau ab. Also, da sinkt vielleicht deine Attraktivität, wenn du es so nennen möchtest, je nachdem, auf was man halt steht, ne? Aber doch nicht dein Wert. Der Real Talk geht damit weiter, dass Karl auf ekelhafteste Weise den Frauen sagt, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Ganz wichtig für alle Frauen, hört mir mal zu. Als Frauen darfst du nicht denken, weil du von 20 bis 25 bist du eine hübsche Frau, okay? Von 20 bis 25 und vielleicht lässt du dich auch... Also ich glaube von 25 bis 35 sicherlich auch noch. Und ab 35, da gibt es ja auch Leute, die hier nochmal erst recht, ne? Auch den einen oder anderen eben weghauen, ja? So, jetzt baust du dir Kilometer auf und irgendwann... Okay, Frauen gleich Autos. Mit 20 bist du nur noch Secondhand. Etwas Gebrauchtware. Das kann nicht sein scheiß Ernst sein. Das haut mich jetzt gerade sogar aus den Socken. Also wir kennen Karl, wir wissen, dass er oft Trash labert und es ist meistens lustig, aber Gebrauchtware. Bro, das ist angeblich ein seriöser Unternehmer. Ich konnte nicht glauben, dass jemand so etwas nicht hinter einer verschlossenen Tür, nicht in seinen Gedanken, sondern jemand so etwas frei öffentlich ausspricht, ja, und ins Internet plappert. Ich bin sprachlos. Das muss schon krass sein. Karl. Aber es geht ja sogar noch weiter. Oh Mann. Und ein richtiger Mann, der will keine Gebrauchtware. Der will das nicht. Der will keine Frau. Okay, was erwartet Karl S. denn jetzt? Was erwartet er? Angenommen, du bist 30, hast keine feste Freundin und lernst jemanden kennen. In deinem Alter, sag ich mal. Jede Frau, die 30 ist, die wird ja sicherlich schon, also die meisten, wenn es nicht so ist, absolut nicht schlimm. Die meisten werden ja dann schon eventuell, haben vielleicht zwei oder drei oder auch mehr Beziehungen hinter sich, verschiedene Geschlechtspartner. Also wenn du eine mit 20 kennenlernst, so, da wird die Historie wahrscheinlich noch nicht so groß sein, aber das ist bei Männern ja genauso. Und wenn du dann von 20 bis an dein Lebensende mit der zusammen bist, so, dann ist die halt nicht verbraucht im Sinne von Karl. Und wenn du aber erst mit 35 einen kennenlernst, Bro, dann geht das doch gar nicht anders. Also was erwartest du? Die auf Instagram war und holt euch dann mit... Aber das siehst du der ja nicht an. Mit 25... Oder stehe ich jetzt hier gerade auf dem Schlauch? 20 werden sie doch super ausschaut, einen guten Mann und schaut, dass ihr mit dem eine Beziehung eingeht und nervt diesen Typen auch nicht. Ich weiß halt nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Muss ich aber auch nicht. Weil ich habe nämlich die liebe Shaden gefragt, ob sie was dazu sagen möchte. Für die paar Leute, die Shaden nicht kennen, Shaden ist Erwachsenenfilm, Darstellerin. Ah, okay. Ja, also wie gesagt, ich bleibe dabei, ich kenne sie nicht. Stell dir mal vor, ich hätte am Anfang so gesagt, so, warte, wer ist das nochmal? Ich kenne die doch. Also es wäre jetzt nicht schlimm gewesen, aber schon lustig. Und lebt sich einfach so frei aus, wie sie halt möchte. Mhm. Die Sache ist, ich habe mich mit Shaden über so ein ähnliches Thema vor geraumer Zeit auch schon mal unterhalten und ich wusste, dass sie da halt auch eine coole Meinung zu hat und einfach eine sehr gesunde Einstellung zu hat. Deswegen habe ich sie dazu gefragt, ob sie was dazu sagen möchte. Leute, ganz ehrlich, wir leben in 2021. Wenn wir jetzt immer noch denken, dass der soziale Wert eines Menschen abhängig von der Sexualität ist und von dem, worauf er Lust hat, mit wem er schläft, mit wie vielen, in egal welchem Alter, dann sage ich euch, fängt da die Unmenschlichkeit an. Jeder sollte, finde ich, meiner Meinung nach, einfach so sein dürfen, wie er ist. Eine gestandene Frau mit beiden Beinen im Leben
die weiß, was sie will, der ist vollkommen egal, ob da irgend so ein Macho dahergelaufen kommt und sagt so, ey, ne, du hattest 35 Typen, du bist jetzt Ende 20, boah, das ist schon ein bisschen abgenutzt. Aber er mit, weiß ich nicht, 50, 100, 200 Weibern, der ist der Mann mit Erfahrung. Also ich sag's so, wie ich's denke, ich würde, egal ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau wäre und jemanden kennenlernen würde, das ist jetzt eh kein Thema, ne? Ich sag nur rein hypothetisch, egal ob das jetzt, wenn ich eine Frau wäre und einen Mann kennenlernen würde, hätte ich keinen Bock, dass der mit 100 Leuten was gehabt hätte und umgekehrt auch nicht, weil irgendwie dann für mich so die Intimität nicht so besonders ist, aber das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, also ich würde jetzt, wenn, also ich bin ein Mann, ne? Würde ich jetzt nicht sagen, du hattest mit 100 Leuten was, du darfst das nicht, aber ich darf das. Das auf keinen Fall. Auf jeden Fall gleich. Aber ich finde es einfach eine nicere Wave. Also sag ich mal so, das kann ja sicherlich jeder nachvollziehen. Es ist nicer, wenn man einer der wenigen ist, als wenn man einer von 200 ist. Sie hat eben die Zahl gedroppt. Ja, ich denke, es ist für beide Seiten nicer, wenn es weniger ist. Aber selbst wenn es viele sind und man seinen Spaß hat und sich so ausleben wollte, dann ist man auf keinen Fall sozial, oder wie hat sie es eben gesagt, sozial weniger wert, menschlich weniger wert. So. Jeder sollte das machen, worauf er Bock hat. Ja, und so sollte es auch sein. Verdammte Kacke, macht, was ihr machen wollt, tobt euch aus. Aber achtet darauf, dass Karl das nicht sieht, weil jetzt kommt fast das Beste. Karl meint nämlich, dass wenn ihr das mitbekommt, dass ihr eure Väter anruft. Und wenn ihr mitbekommt, dass Frauen sich daneben benehmen, dann ruf mal den Vater an. What the fuck? Randall? Ruf meinen Vater an. Ruf den Vater an. Wenn ich das mitbekomme, dass Frauen sich verhalten wie Haus, da nehm ich den Hörer in die Hand und da ruf ich den Vater an. What the fuck? Was hat der Vater damit zu tun? Einfach mal petzen. Vater an. Da ruf ich meinen Vater an. Cooler Move auf jeden Fall. Was auch immer die Väter mit dem Sexualleben der Kinder zu tun haben. So, war ein hartes Thema. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Abwechslung und ein bisschen was zum Lachen. Deswegen geht es jetzt weiter. Gerne. Mit lustigen Like-Aufrufen, wie Karl versucht, seinen kleinen Livestream auf ein paar hundert Likes zu bringen. Lass dich gerne von Karl selber überzeugen. Jeden Daumen, den ihr nach oben gibt, damit spuckt ihr einem Hater ins Gesicht. Okay? Und okay. Mhm. Ha! Und? Wie ist die Spucke? Jeden Like, den ihr gibt, pflanzt ihr einen Samen, der später zu einem Geldbaum werden soll, und gebt einem Held eine Backe. Ja, und auch für jede Münze, die du in den Wunschbrunnen wirfst, denkt ihr auf jeden Fall in Erfüllung. Ne? Ist absolut kein Diss und kann er von mir auch so machen. Fand ich lustig und war auf jeden Fall notwendig, um hier ein bisschen runterzukommen. Weil jetzt geht's weiter mit tollen Verschwörungstheorien. Attila Hildmann auf Wish bestellt. Okay, das ist ja dann schon eine Ansage. Du hast dich schon immer gefragt, wie man homosexuell wird? Nein? Okay, ich auch nicht. Aber lass uns mal lieber dem lieben Karl zuhören, weil er weiß es scheinbar. Googelt mal, wie ihr euren Östrogenspiegel senken könnt und warum ihr zu viel Östrogen habt. Deswegen gibt es auch zum Beispiel in Brasilien und Thailand so viele homosexuelle Männer. Warum? Weil die so viel pflanzliches Öl nehmen und aus diesen Wasserflaschen trinken. Die werden heiß, dann kommen Pseudoöstrogen ins Wasser und dann trinken die, dann wird der Östrogenspiegel höher und dann werden die eher homosexual. Eigentlich voll nett von ihm, wenn ich keinen Bock mehr Frauen habe oder einfach aus Joke homosexuell werden möchte. Ja, dann einfach viel aus Plastikflaschen trinken und die erwärmen. Dann mache ich einfach irgendwas mit diesem pflanzlichen Öl, mache irgendwas mit diesen Wasserflaschen und das Wasser wird dann auch irgendwie erhitzt und warm. Genau, doch, genau so ist das. Keine Ahnung, Anleitung war ein bisschen ungenau. Und dann werde ich scheinbar homosexuell. Willkommen. Ich glaube, genau so läuft das. Karl sagt auch, dass China die westliche Welt mit TikTok die Männer verweichlichen möchte und die Frauen vernutzen möchte. Das soll dafür da sein, dass wir schwächer werden und auch unsere Konzentrationsfähigkeit gehemmt wird. Ich glaube mir nicht, dass Karl das gesagt hat. Doch, leider schon. Noch ein weiterer Fakt. Es gibt in China ein anderes TikTok. Wo gibt's das? Das China, was... Ah, in China. Also das TikTok, was jetzt da ist. Das verweichlicht unsere Männer... Und das verhurt unsere Frauen und in China ist es zum Beispiel verboten. Also meiner Vermutung nach nutzt quasi China TikTok als Waffe gegen die westliche Welt, um die Frauen eher so zu verhurten, zu verhuren. Also ich verstehe die Ansätze, weil das, was man manchmal von TikTok rüberkommt, da haben es Damen eventuell etwas leichter, weil man dann halt nur so ein bisschen tanzen muss und würde ein Typ das gleiche machen, dann würde er wahrscheinlich nicht so viele Likes bekommen. Ich glaube aber jetzt nicht, dass China das als Waffe geplant hat gegen die westliche Welt. Um Männer zu verweichlichen und auch die Konzentrationsfähigkeit
zu schwächen. Ist einfach Fakt. Ist natürlich vollkommener Schwachsinn und vor allem für jede homosexuelle Person unfassbar respektlos, die Probleme aufgrund ihrer Sexualität hatte. Aber ich hoffe, das ist hier jedem klar, oder? Auf Wasserflaschen und TikTok zu schieben, ja? Und pflanzliche Öle nicht zu vergessen. Fakten hat Karl aber noch viele. Und zwar, wie Männer zu wirklichen Männern werden. Nur, also nur so, anders nicht. Bist du ein richtiger Mann, Junge. Jetzt kommen wir zum Hauptthema von Karls Typ. Und zwar, wie Männer sich zu benehmen haben. Und wie Männer sich Knigge, Karl Knigge, nicht zu benehmen haben. Karl gibt in seinem Stream sehr, sehr deutlich vor, was Männlichkeit ist und was eben nicht. Und im Vorfeld, ich finde, das ist absoluter Müll, was er da labert. Nur damit ihr keine Missverständnisse entstehen. Im Anschluss zeige ich euch das hätte ich jetzt nicht gedacht. Statement vom lieben Nick, den ich nämlich gefragt habe, ob er Bock hat, ein paar kleine Sachen zu dem Thema zu sagen. Ja. Also Männer müssen stark sein, Männer müssen trainieren, Männer müssen Geld verdienen. Ja. Als Mann sollst du ausgehendes Geld, verdientes Geld heimbringen. Ah, okay. Und du sollst dich als Mann männlich anziehen. Darf ich jetzt hier kein rotes T-Shirt tragen oder ist das noch männlich? Ja, wobei, Karl hat auch manchmal so ein Hemd mit Gänsen und so drauf an. Wenn das männlich ist, dann ist das hier auf jeden Fall männlich. Warum finden so extrem viele Frauen mich attraktiv? Warum wollen so extrem viele Frauen auch mehr von mir, als mir teilweise recht ist? What the fuck? Sorry, noch ein kurzer Einschub von mir. Ich glaube auch, dass es so ist, auf jeden Fall. Deswegen haben ja auch echte Männer, so wie ich, so viel Anfragen von Frauen, so viel Andrang, so viel weiblichen Andrang. Ah, okay. Wir kriegen es ja nicht mehr weg, aber wir brauchen weitere Männer, um das alles abzuarbeiten. Die ganzen Frauen, so, das wird dem Karl zu viel. Deswegen will er, um sich das zu erleichtern, weil er hat einfach zu viele Frauen, noch mehr richtige Männer heranzüchten, damit der ein bisschen Arbeit abgenommen bekommt, weil diese ganzen Frauen, das ist einfach zu schwer zu handeln. Männer wollen zuerst reich werden, fit werden. Warum? Weil erst wenn du als Mann viel Geld hast, erst dann kannst du anderen helfen. Ah ja, okay, ich muss es nicht aussprechen, aber natürlich unfassbares Müllgelaber, was der Typ da von sich gibt. Für alle, die noch ein bisschen unsicherer sind, Nika hat ein paar schöne Worte für euch gefunden. Ich möchte euch erstmal darauf hinweisen, dass es keine Definition eines Geschlechtes gibt. Egal, was ihr jemals gehört habt oder was euch irgendwer sagt, es ist komplett subjektiv aufzufassen, wie man sich oder das Geschlecht wahrnimmt. Ich finde persönlich, das ist meine Meinung, dass es keinen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern geben sollte. Rein biologisch gibt es natürlich viele Unterschiede. Biologisch gibt es einen, aber in der Gesellschaft sollte es keinen geben, ja? Oder einige Unterschiede. Aber rein von der gesellschaftlichen Norm, Anerkennung, von dem finanziellen Status gibt es keine festen Rollen, in die man schlüpfen muss. Ich glaube, viele fühlen sich in ihrer gesellschaftlichen Rolle als Mann einem Druck ausgesetzt, der diesen Ideologien, die eben genannt wurden, sehr ähnlich kommen. Und das ist mir einfach extrem wichtig, dass es jeder von euch verinnerlicht, dass es okay ist, genau so, wie du sein willst, auch zu sein. Ihr habt nur dieses eine Life to live. Und diese Zeit, das ist das Kostbarste, was ihr habt, wollt ihr mit dem verbringen, was euch glücklich macht. Be your fucking self. Do whatever you wanna do. Yeah. Aber kommen wir jetzt mal ganz kurz zum Fazit von diesem Video. Okay, ich muss sagen, das Video hat mich bisher nicht so überrascht, weil Karl, so wie wir wissen, der gibt oft solche Sachen von sich. Ich dachte, es wäre jetzt ein Skandal nicht auf sozialer Ebene, sondern dass er einen übelsten Scam abgezogen hat oder so. Das, was er hier gemacht hat, ist natürlich mindestens genauso schlimm. Aber die Leute, die Karl schon länger kennen, für die war das jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich viel Neues. Uff, das war ja mal wieder ein unfassbar krasses Video. Behaupte ich jetzt einfach. Ja. Ja, crazy. Also Karl wirft mit super wilden, dummen Sachen um sich rum. Ich hoffe, Karl denkt nochmal darüber nach. Macht vielleicht ein Statement zu diesem Video hier. Das wäre sehr schön. Einfach Karl ist. Leute, macht's gut. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Peace.